Herr Präsident, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Bundesaußenminister, schöne Worte. Mal wieder, sehr häufig von Ihnen, angebliche Fehlinformationen unter Strafe stellen, haben Sie wörtlich angeprangert in anderen Ländern. Könnte es nicht sein, dass wir uns da auch mal in unserem Land mit beschäftigen sollten? Mit einem NetzDG. Sie sind verantwortlich gewesen für das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ein Internetzensurgesetz in schlimmster Weise, wo es um Löschung von anderen Meinungen geht oder angebliche Fehlinformationen. Aber wir kommen dazu noch. Michael Ignatieff, Rektor der Soros-Universität, der wichtigste Vordenker von George Soros, sagt in der Schweizer Weltwoche, Zitat, der Nationalstaat bleibt die einzig legitime Quelle politischer Autorität in der Welt. Die Pandemie verstärkt die Macht des Nationalstaats, weil er die einzige glaubwürdige Antwort gibt auf die Frage, wer wird mich jetzt beschützen? Zitat Ende. Das könnte von der AfD sein, ist es aber nicht. Merken Sie eigentlich, dass ausgerechnet der linksliberale Michael Ignatieff, der wichtigste Soros-Vordenker, inhaltlich längst weiter ist als Sie alle von den Altparteien hier. Hierzulande dreht sich alles um Corona. Wir stoppen das Land um jeden Preis. Auch die humanitäre Hilfe leidet. Interessiert Corona die Menschen in Afrika? Eher nicht so sehr. In Ostafrika sind es die Heuschrecken. Dort fressen derzeit gigantische Schwärme alles kahl. Chemische Mittel, die helfen können, sind von den Grünen jahrzehntelang bekämpft worden. Grünes Jammern über Schäden durch Heuschreckenplagen in Afrika sind deshalb pure Heuchelei. Corona verdeckt die große Seuchenproblematik weltweit. Ein Beispiel Malaria. Malaria ist gefährlicher als das Coronavirus. Wer nicht stirbt, wird wie in vielen Ländern Afrikas oder auch in Indien dauerhaft zum Pflegefall. Gegen die Mücken, die die Krankheit übertragen, müsste stärker mit DDT gearbeitet werden. Auch wenn das für grünliche Europäer ein Tabuthema ist. DDT verfügt über die beste Wirkung. Jahrzehntelange grüne Kampagnen gegen DDT haben in Afrika und in Indien verheerende Folgen gehabt, viele Menschenleben gekostet. In einigen Staaten der Welt werden abweichende Meinungen zum Umgang mit dem Coronavirus bekämpft und ausgeschaltet. Dann kommt die Internetpolizei in der Manier eines George Orwell. Twitter, Facebook, YouTube und so weiter. Susan Wojcicki, der Chefin von YouTube in Europa, rutscht in einem Interview mit CNN eine entlarvende Formulierung heraus. Sie sagte sinngemäß, dass sie auch wissenschaftliche Meinungen löschen lasse, wenn diese im Gegensatz zur Meinung der WHO stünden. Diese WHO ist keine rein medizinische Einrichtung, sie ist eine politische Organisation. An ihrer Spitze steht ein äthiopischer Kommunist und der macht nur zu gerne seinen Kotau in Peking. Wohlgemerkt, die YouTube-Chefin lässt abweichende Meinungen löschen, andere Meinungen und Tatsachen löschen lassen. Das hätte sich George Orwell nicht besser ausdenken können. Das Orwellsche Wahrheitsministerium finden wir auch hierzulande. Seine fragwürdigen Helfer sehen sich als Faktenchecker oder Faktenfinder. Sie nennen sich Korrektiv und tauchen bei der Tagesschau und im ZDF auf. Doch sie vernebeln die Fakten. Sie sind Verschwörungspraktiker. Medien, die nicht ausgewogen informieren, Medien, die Selbstzensur üben, Medien, die wie der Spiegel Verlag und die Zeit Spenden der Melinda und Bill Gates Stiftung erhalten haben, und zwar in Millionenhöhe. Solche Medien sind Verschwörungspraktiker. Was würden die Grünen-Linken sagen, wenn in Ungarn oder Polen das Staatsfernsehen die Vertreter der größten Oppositionspartei über Monate hinweg nicht ins Studio einlädt? Schnell hieße es, das Staatsfernsehen sei gleichgeschaltet und diene nur der Regierung. Die EU würde Verfahren gegen diese Staaten eröffnen, wie so häufig. In Deutschland sind Regierung und Medien aber auch noch stolz darauf, nicht ausgewogen zu berichten. Panik herrscht seit 2 Monaten bei vielen Menschen in Deutschland. Die Bundesregierung hat sie verbreitet. Das Innenministerium hat die Zahl von über 1 Million Corona-Toten allein in Deutschland in diesem Jahr in die Welt gesetzt.
Christliche Gottesdienste zu Ostern verboten, Treffen von Verwandten verboten, Treffen in der Familie häufig verboten, die erkrankte Mutter berühren verboten, selbstverständlich, in einzelnen Bundesländern sehr wohl, die Hand eines Sterbenden halten verboten, Besuch von Beerdigungen verboten, Reisen innerhalb Deutschlands verboten, Eisessen verboten, Sitzen auf einer Parkbank verboten. Staatsrechtler hierzulande waren einhellig vor der Verfassungswidrigkeit beschlossener Corona-Maßnahmen in diversen Bundesländern. Professor Klaus Gerdes, Professor Florian Meinl, Professor Thorsten Kingrin, Professor Thier Thielbürger, Professor Christoph Möllers, Professor Dietrich Moswig, um nur wenige Namen zu nennen, sowie die ehemaligen Verfassungsrichter, Professor Udo De Fabio und Professor Hans-Jürgen Papier. Sie alle beklagen die Verletzung von Grund- und Menschenrechten, nicht in irgendwelchen autokratischen Staaten, sondern hier in Deutschland. In anderen Ländern begleitet eine kritische Öffentlichkeit das Handeln der Regierung. Bei uns begleiten unkritische Medien eine grüne Kanzlerin, die pro forma eine CDU-Regierung anführt. ARD, ZDF und die anderen grün-linken Mainstream-Medien hofieren diese Bundesregierung. Es sei denn, die Grünen fangen an zu meckern. Die kleinste Oppositionsfraktion bestimmt über die Medien das Meinungsklima in diesem Land. Ich zitiere das vielbeachtete interne Papier des Bundesinnenministeriums. Die beobachtbaren Wirkungen und Auswirkungen von Covid-19 lassen keine ausreichende Evidenz dafür erkennen, dass es sich um mehr als um einen Fehlalarm handelt. Durch den neuen Virus bestand vermutlich zu keinem Zeitpunkt eine über das Normalmaß hinausgehende Gefahr für die Bevölkerung. Oberregierungsrat Stefan Kohn hat mit diesem Papier für die Wahrheit seine Karriere geopfert. Der Europarat hat beschlossen, mutige Menschen wie ihn zu schützen. Resolution 2300 letztes Jahr, auch mit den Stimmen von CDU und SPD, beschlossen. Stefan Kohn ist ein Held für Menschenrechte in Deutschland. Oh mein Gott, das war ja. Nächster Redner ist der Kollege Frank Heinrich, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte doch noch zu Herrn Maas und zu Ihrem Thema zurückkehren, was ja unser Thema heute Morgen ist. Ich möchte ein Bild gebrauchen, und dieses kleine Glas bietet mir die Gelegenheit, das vor Augen zu führen. Sie kennen alle die Situation, man ist auf einer Party, man ist in einer Gesellschaft, und während man gerade trinkt oder irgendein Gefäß in der Hand hat, wird man angerempelt, unabsichtlich, und dann schwappt das da so rüber. Es ist jetzt öfter schon geputzt worden, aber... Und dann kommt natürlich kurz die Frage, wer ist da schuld dran, wen ich da gerade bekleckert habe? Das ist natürlich der Rempler. Aber eigentlich ist die Frage, und das war das Bild, was ist denn verschüttet worden? Was ist die Auswirkung? Was war vorher in unserem Glas drin? Und die Corona-Krise bringt das uns allen vor Augen. Auch sichtbar durch die Rede, die wir gerade gehört haben. Was steckt in uns, in unseren Gesellschaften? Ist das Misstrauen, Angst, Unsicherheit und Ähnliches? Oder ist das Solidarität, Güte, Hinschauen, Dankbarkeit und Freizügigkeit? Und das kommt dann über uns hinaus und schwappt in die Welt, in unserem Alltag, einzeln oder darüber hinaus. Corona hat uns, die ganze Welt, angerempelt. Und Diktaturen, Autokraten und Demokratien, wir alle versuchen, das Gleichgewicht wieder hinzukriegen. Und es zeigt sich noch stärker als zuvor, welche Werte uns tatsächlich wichtig sind. Ein solcher Schluck, eine solche Auswirkung ist auch, dass wir heute so zentral diese Debatte führen. Eine Debatte zu den Auswirkungen dieser Krise auf die humanitäre Situation, und dazu war dann die Leinwand zu kurz, auch auf die weltweite Lage der Menschenrechte unter dieser Situation. Denn die
Krise führt schmerzhaft vor Augen, was da vorher wirklich drin war, an Ungerechtigkeiten und Schwächen möglicherweise, aber auch Stärken. Und deshalb möchte ich zuerst kurz nach Deutschland zurückkehren. Ja, wir haben alle ganz viele Nachrichten gestern, heute, die letzte Woche bekommen, teilweise nicht unbedingt die netteste mitteleuropäische Art, Aufforderungen, was wir abstimmen sollen. Manchmal alle 6 Minuten. Und doch ist das genial, dass das passieren darf in unserem Land. Hier darf jeder seine freie Meinung äußern. Hier dürfen wir dankbar sein. Das ist unsere Stärke und unsere Genetik. Und auch das schwappt heraus in unser Land. Es gibt Demonstrationen mit Sicherheitsabständen, Gerichte, die dann rechtsstaatlich eingehen auf Maßnahmen, die vielleicht ein Stück übertreten haben, und dann werden wir zurückgepfiffen. Da gibt es kritische Medienberichterstattung, die ist nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Und heute soll es um 2 Bereiche gehen. Zum einen um die weltweiten humanitären Folgen, und da hat der Minister gerade sehr deutliche Zahlen und Bereiche genannt. Und zum anderen um die menschenrechtliche Situation durch den Missbrauch dieser Lage, durch autokratische Regierung. Man könnte auch sagen, diese Krise misst uns den Puls. Die erste Erkenntnis ist, die Ärmsten werden am stärksten betroffen. Uns schwappt Ungerechtigkeit entgegen. Diejenigen, die vorher schon am Rand standen, für die das Leben vorher bereits hart war, bekommen die Folgen am allerstärksten zu fühlen. Beispiel: In den USA trifft Corona die Afroamerikaner und Latinos wesentlich häufiger und stärker als die weiße Bevölkerung, wegen Krankenversicherungssituationen, wegen Vorerkrankungen durch schlechte Ernährung oder Niedriglohnjobs. Beispiel Simbabwe, seit einigen Wochen im Lockdown, durchs Militär durchgesetzt. Menschenrechtsorganisationen prangern das Vorgehen der Polizei an, und das ist sehr brutal. Und es ist nicht das einzige Land. Die Krise trifft mit voller Wucht die Schwächsten und Ärmsten. Menschen, die keine Stimme haben, haben weltweit am stärksten zu kämpfen. Und ich bin froh, dass wir es heute zumindest extrovertiert laut hier in den Mittelpunkt stellen. Höchst bedenklich in Zeiten von Covid-19 ist die menschenrechtlich schwierige Lage und humanitäre Situation von armen und benachteiligten Kindern, insbesondere in Kriegsgebieten, Flüchtlingslagern oder auf der Straße. Besonders gefährdete Personen sind allerdings auch schon Minderheiten in Gesellschaften vorher, wie zum Beispiel auch in Europa, Roma, Gruppen und Personen am Rande der Gesellschaft. Unsere Reaktion, und ich habe am Anfang die Dankbarkeit ausgedrückt, sowohl die Solidarität innerhalb unseres Landes, aber auch die Zusagen einer weiteren Investition in die humanitäre Hilfe, bei der Logistik zu unterstützen beim World Food Programme. Jetzt die EU hat reagiert, denn die Lage birgt das Risiko, dass Menschen, die wir am Rand der Welt haben, weil die Wege abgeschnitten sind, wir sie gar nicht mehr erreichen können, auch nicht mit Hilfe. Und die Zahlen, die dabei genannt werden, sind atemberaubend. Und dann ist es nicht Corona, dann ist es der Hunger, der sie umbringt. Die zweite Erkenntnis der Pulsmessung ist, strukturelle Tendenzen werden verstärkt. Die Krise legt Schwächen offen. Rechtsstaatlichkeit und der Schutz der Menschenrechte sind die Voraussetzungen für diese, bei uns, stolze Demokratie. In der Corona-Zeit sehen wir eine steigende Tendenz der Einschränkung von Menschenrechten. Einige Regierungen nutzen die Pandemie, um Rechtsstaatlichkeit zu untergraben, zu diskriminieren oder zu zensieren, zu unterdrücken. Wir haben einige Beispiele gerade gehört. Ich habe gesagt, Polizeigewalt in mehreren Staaten, Uganda, Südafrika, Simbabwe, in Indien. Da ist zum anderen, Ungarn ist gerade genannt worden, Gerichte bekommen Kompetenzen abgesprochen, Journalisten schon gar. In Polen soll das Wahlrecht geändert werden. Und dann zeigt sich auch Schwächen beim Schutz von Menschenrechten. Die gerade genannten Roma in Europa, Journalisten werden unter Druck gesetzt, Protestbewegungen in einigen Ländern, uns fällt da immer zuerst auch China ein, werden brutal unterdrückt. Und die, die darüber berichtet haben am Anfang, dass es hier möglicherweise um einen neuen Virus geht, die sind inzwischen gestorben worden, nicht nur an Corona. Schwerste Verstöße gegen Grundsätze von Menschlichkeit und Menschenrechten. Der Schutz der Menschenrechte, sagt Markus Beko, Amnesty International Deutschland, ist in Krisen wie der globalen Pandemie von ganz besonderer Bedeutung. Und die menschenrechtliche Lage in autokratischen Systemen ist heute höchst bedenklich. Offensichtlich zeigen sie jetzt gerade ihr wahres Gesicht. Was vorher schon im Glas war, schwappt jetzt raus und wird deutlich.